So, C4, Plastiksprengstoff, Infiltration der Allianzanlage. Ja. Okay, Escort-Mission. Oh, 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 die haben die geile Nahkampfwaffe. Oh, nice. Schon relativ nice, so eine Nahkampfwaffe. So macht man das. So. Ah, okay, die Waffe, die ist gut. Finde ich ein bisschen schwach. Aber, die liefert halt gut Munition. Das ist das Ding. Position erreicht. Oh, die haben ein krasses Scharfschützengewehr oder was? Ich will auch. Ich will auch. Oh Gott. Da ist einer. So, immer schön die Typen deffen. Bringen sie... in Position bringen. Damit die schön scharfschützen können. Ah. Deswegen haben sie auch wohl das Scharfschützengewehr. Erklärt so einiges. Storymäßig doch tiefgründiger als gedacht. So, volle Muni. Also es hat zwar nicht ganz die storytechnische Tiefe eines, ich weiß es nicht, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, jetzt vielleicht Bioshock Infinite, da kommt schon relativ gut ran, was die Mission, Moment mal, so, ja. Ich ziehe bei diesem Halo Spartan Assault schon Vergleiche mit Bioshock Infinite, was den Mindfuck-Faktor angeht. Die emotionale Tiefe eines The Walking Dead von Telltale natürlich. Oh, die sind voll nice, ey. Wo ist denn da eine Scharfschütze? Ach so, ah, der ist schon in Position. Dann knall den ab. Knall sie ab. Boah, ey, ich will auch so ein Scharfschützengewehr. Voll geil, ey. Hey. So. Ab geht's. Musst du hier lang? Ui. Ui. Wo ist der Unsichtbare? Wo bist du? Da! Oh, die KI, die KI! Ui, 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 ui. Ah, nee. Die will ich dafür nicht opfern. Obwohl... Scheiß drauf. Der Weg gesichert. Säubern Sie den Weg zur Blutsvateranlage. Oh, oh, was machst du denn hier? So, das kann man nur bis auf 100 stacken. Okay. Jo, jetzt müssen wir uns hier durchrambohen. Relativ anspruchsvoll dieses Gebiet. Auch die Detail und die Fülle an Gegnern hier, ey. Ich liebe dieses Spiel. Helms Klamm
Ist ein Witz dagegen. Epicness. Ja, bisschen scheiße, dass ich dieses Halo, das hier als Einstieg in die Halo-Welt nehme. Das ist schon ein bisschen beleidigend. Also ich kann das schon nachvollziehen, wenn jemand sich beleidigt fühlt. Hat mir den Einstieg aber jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Oh Gott. Banzai! Bisschen zielsuchend, das Ding hier ist. Habe ich das Gefühl. Ich wurde erledigt. Wie auch immer das ging. Das war scheiße. Yo! Nee, ne? Ja, hier schon mal der erste. Bitte keiner, der mit wenig Leben hier. Okay, gut. Das ist ein richtiges Problem, dass der eine so low ist. Der hat nur noch einen HP-Balken. Ratatatata! Ratatatata! So, eure Muni schnapp ich mir. Ratatatata! Was ist hier? Was ist das? Granaten? Ich check's nicht. Naja, egal. Die Waffe ist cool. Die Waffe ist eher weniger cool. Ich sehe sie. Oh, weggesnipert. 360 No-Scope. Holy. Ah! Ah! Ja, nee, der Lowest, der. Yo, der stirbt gleich. Der stirbt mir gleich weg. Jetzt habe ich ein Problem. Muss ich ein bisschen rambohnen, sonst gebt ihr mir weg, bevor wir ankommen. Muss ich ein bisschen aufräumen, bevor die bösen Gegner kommen. Und zwar ein bisschen. Jo, wenn er sich vorbeischleicht und meinen Scharfschützen nimmt, ne? Ey! Hey! Ja, Mann. So, hier ist dein Punkt. Geh da hin. Bleib da. Position gesichert. Jo. So, doppelter Abschuss. Zack, dreifacher Abschuss. Vierfacher Abschuss. Komm, 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 komm. So, beide Muni Dinger werden aufgefüllt. Oh! Gott!
Okay, das war schlecht von mir. Gott, das war richtig scheiße. Yo, pisst euch. Ja, besser ich als die, ey. Ist der Typ hier gestorben? Woran? Weil die Umgebung explodiert ist oder was? Ja, ja, natürlich. Die Umgebung kann man halt nutzen wie in anderen Spielen. Man halt das zu seinem Vorteil nutzt. Ist klar, ey. Ich weiß gar nicht, wieso ich das Spiel so schön rede, aber es ist... Es ist auf seine Art witzig. So ist es nicht. Ja, Mann. Das Dingo. Ja, Mann. Ja, Mann. Was ist denn mit denen? So, danke schön. Guckt euch mal hier in diesem Boden. Da ist so ein Herz. So ein Ding spiegelt sich der. Oh shit! Oh shit! Sackgasse! Schild aufladen, Schild aufladen, Schild aufladen. Jo, du kannst doch keinen Scharfschützen in den Rücken schießen. Genauso wenig sich in den Rücken schießen lassen, ey. So, dritten Scharfschützen in Position bringen. Aufpassen, dass hier nicht diese unsichtbaren Einheiten rumhängen. Nee. Oh! Komm her! Trau dich, ey. So, bring dich in Position. Ich renne. Oh, oh! Wer denn hier? Da ist noch einer. Ja. Keine Chance, Mann. Keine Chance, Mann. Oh! Also so langsam habe ich mich ja eingespielt, finde ich. Da ist ein Unsichtbarer. Der soll sich mal hertrauen. So, Stealth-Einheit haben wir erledigt. Die hat uns ja im letzten Spiel das Genick gebrochen. So gesehen.